ist das nicht gewachsen. And I'll keep it hush. Und damit wieder ein herzliches Willkommen hier wieder zu Assassin's Creed Syndicate auf den Straßen, beziehungsweise jetzt gerade auf den Dächern über den Straßen von London. Und wir haben ja, oder wir waren ja in der letzten Episode, waren wir im White Tower of London und haben da ein bisschen Unruhe gestiftet. Jetzt wollen wir doch erstmal weitermachen hier mit dieser Episode hier. Ein schöner Einstieg gleich. Wir sehen den Turm von Big Ben dahinter. Das House of Parliaments mit dem schönen, ja, ich glaube, das ist der Hauptbahnhof. Und hier halt, ne, da oben waren wir, nein, da waren wir nicht drauf. So wie es aussieht, ist es Napoleon, würde ich jetzt mal sagen. Aber wahrscheinlich wird mich jetzt jeder dafür jetzt hier schlagen, dass ich sowas Unqualifiziertes von mir gegeben habe. Deshalb wollen wir einfach mal ganz schnell wieder weitermachen. Ich gucke dazu auf die Map, wo denn hier die nächste Mission ist. Und die finden wir hier gleich bei dem D. Ja, das ist ja die Charles Dickens Erinnerung. Sonst wäre hier die nächste. Ich glaube, die machen wir dann einfach mal. Also habe ich das jetzt hier mal markiert. Und da drüben, 1400 Meter, dazu nehmen wir uns natürlich wieder eine Kutsche. Einmal hier runter. Gucken wir mal, welche Kutsche jetzt den Besitzer wechselt. Hier, du stehst nur komisch drum. Da. Daher und... Ja. Das war jetzt sehr intelligent. Im Kampf schaffe ich es nie. Und hier zünde ich dann jetzt einfach mal eine Rauchbombe. Schon wieder. Hä? Bin ich jetzt bescheuert oder so? Da steht Kreis. Und was mache ich? Ich drücke einfach mal Dreieck. Ne, ist ja auch schon ein bisschen spät hier. Wir haben jetzt gerade... Oh. 1 Uhr haben wir jetzt. Und ich frage mich einfach, wie komme ich da? Jetzt haben wir endlich die Kutsche und ich denke, jetzt wird es ein schneller Ritt dahin. Ich hoffe, jetzt machen wir nicht mehr so viel Scheiße hier. Fahren da jetzt mal wieder schnell hin. Viel zu sagen gibt es über die Stadt nicht. Habe ich ja schon recht häufig gemacht. Man sieht hier aber immer mal wieder hier so kleine Details, ne? Hier so schöne alte Häuser, die mit Uhren, großen Uhren bestückt sind. Sieht echt schön aus. Hier sieht es auch so ein bisschen feierlich aus, als wäre hier irgendeine Feier im Gang. Ne, hier oben die Seile mit den Wimpeln dran. Und überall die England-Flaggen, also schöner Patriotismus. Ich kann schon nicht mehr ordentlich reden. Dafür sind es aber nur noch 700 Meter ungefähr. Bis zum nächsten Auftrag. Hoffentlich fällt uns das dann wieder ein bisschen einfacher. Zumindest wenn ich dann irgendwann mal wieder ausrüste. Ja, die Feuerwehr, die wollen wir natürlich nicht behindern. Jetzt noch schnell über die Kreuzung irgendwie. Okay, ist das schon? Ach nein, das ist hinter dem Gebäude. Schade. Hätte jetzt auch schön gefunden, dass schon wieder die Feuerwehr. Wenn das die Feuerwehr ist, weiter. Muss ich mir mal gleich oder später halt genauer angucken. Gutes Mädchen. So, 200 Meter, wir nähern uns einfach mal unserem Ziel so richtig rasant. Da hinten sieht es aus, als würde es brennen, sind aber wahrscheinlich nur die Schornsteine. Aber das wäre hier auch mal schön in so einem Spiel, wenn das einfach mal so random brennen würde. Dann kam ja damals wahrscheinlich auch oft vor. Okay. Da nieten wir die schöne Straßenlaterne gleich erstmal um. Oh, müssen wir da hoch?
Wir müssen da hoch, also gehen wir einmal da hoch. Boah, 75 neue Datenbankeinträge. Boah, was macht der denn jetzt hier auf dem Dach? Der hätte sich doch auch mal hier an einen anderen Ort dafür suchen können, oder? Und damit gehen wir halt in die nächste Mission. Der falsche Penny. Ich würde einfach mal sagen, wir wollen hier nicht groß drumherum reden. Wir starten die jetzt einfach mal. Und? Was gibt es? Das wird Ihnen nicht gefallen. Ach, wissen Sie, die Eberlein-Familie ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Two-Penny raubt die Bank of England aus. Der Gouverneur der Bank. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dafür ist keine Zeit. Der Bastard ist sicher schon längst im Tresorraum. Wie immer Sie da reinkommen, ich will es nicht wissen. Natürlich. Aber wissen Sie denn auch, wie man da reinkommt? Sinn und Zweck der Bank ist der Schutz von Englands Goldreserven. Eine Festung hinter Schloss und Riegel. Es gibt diesen Bankdirektor, Mr. Osborne. Nur er hat freien Zutritt zum Tresorraum. Sie finden ihn nahe des Eingangs. Und, oh ja, ein Mann hat ständig die Tresortür im Auge. Er bewacht sie wie ein Luchs. Wenn er sie sieht, wird er sie verschließen. Der Wachhauptmann, Gus Howard, kennt Two-Penny gut. Er steckt mit drin, ganz sicher. Mr. Fry, bitte, seien Sie diskret. Wir kriegen Two-Penny nur, wenn Sie ihn in Flagranti erwischen. Ziehen Sie keine Show ab, keine Extratouren. Das ist die Bank von England. Sollten Sie auf Probleme stoßen, finden Sie mich im Atrium. In Verkleidung. Two-Penny wird den Tresor nicht verlassen. Ja, und da gucken wir doch einfach mal, wie wir da reinkommen. Klingt nicht ganz unmöglich, allerdings auch nicht wirklich einfach. Ich meine, ich bin nicht so einer, der dann wirklich lange abwarten kann und die richtigen Tasten zur richtigen Zeit drückt. Dann lassen mir sehr viele Fehler passieren, wie man ja auch schon heute gesehen hat mit der Kutsche. Das war so einer der besten Beispiele. Ich muss jetzt einfach mal gucken, was ich jetzt hier mache. Ich denke, ich werde erstmal ja, hier einmal die Bank hochgehen. Dann gucken wir mal, ob sich hier jemand befindet. Okay. Den identifizieren wir erstmal. So, das ist der Wachhauptmann. Vorteile schaltet einzigartiges Attentat frei. Two-Pennys Schwäche muss bekannt sein. Strategie, den Wachhauptmann gefangen nehmen. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Strategie. Aber wir wollen ja hier noch weiter gucken. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann machen wir weiter hier hoch. Dann wären wir auch direkt hier schon am ersten Eingang. Und können hier hier rüber. Sehr passend für Two-Penny's Gruft. So, identifizieren wir den mal. Der Tresorwächter. Vorteil, durch seinen Tod wird der Tresor geöffnet bleiben. Er schließt den Tresor beim ersten Anzeichen von Ärger. Strategie, den Tresorwächter töten. Ja, das ist wohl nicht das Schlechteste, würde ich sagen. Also wenn der Tresor immer offen bleibt, hätten wir schon die halbe Niete. Einziges Problem wird halt sein, da laufen auch ziemlich viele
Polizisten rum, ne? Das ist bestimmt auch nicht gerade so einfach so. Und da unten ist er verkleidet. Aber wie kommen wir jetzt an den ran, um ein Attentat zu machen? So, aber ich weiß jetzt leider nicht, wen ich hier als Attentat ausgewählt habe. Wahrscheinlich nicht ihn da. Und wir kommen auch gar nicht so einfach hin. Machen wir mal kurz. Ach, Mist. Ja, das ging dann auf jeden Fall schon in die Hose. Da hätten wir jetzt nicht runterfallen dürfen. Jetzt müssen wir hier kurz Luft ergreifen. Ja, auf jeden Fall erstmal hier raus. Ich bin doch einfach nur ein Idiot, weil vorher hätte ich mal gut den erledigen können. So, jetzt ist der Tresor natürlich verschlossen und ich überlege, was ich jetzt gerade mache. Entweder ich lasse mich einfach sterben. Ja, ich lasse mich einfach töten, so dass wir diese Mission einfach nochmal vom Neuen machen können und wir die Chance haben, dass der Tresor offen bleibt. Das wäre natürlich auch schön. Wir können aber auch einfach jede Wache hier einfach mal erledigen. Das wären ungefähr... Schaffen wir das? Ich mache jetzt einfach mal hier ein Attentat drauf. So. Okay. Auch das Kämpfen habe ich so ein bisschen verlernt. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Wir machen das einfach nochmal. Ja, und da sind wir dann auch wieder zurück. Das Gute ist jetzt, wir können das jetzt nochmal versuchen, dass die Tresortür auf jeden Fall offen bleibt. Dürfen wir uns halt nicht mehr so blamieren. Jetzt gucken wir, dass wir hier runterkommen. Danke. Einmal schnell wieder den Weg nach unten suchen. Halt diesen Teil, den wir schon kennen und gerade gemacht haben. Ich fand, das war bis jetzt so der beste Teil, den wir gemacht haben. Ich meine, da kann man natürlich auch nicht allzu viel schlecht machen. Ich habe eine Sprache drauf. Also man kann nicht allzu viel Dummes dabei machen oder falsch machen. Gehen wir gleich mal zu diesem Eingang. Da müssen wir nicht ganz so viel springen können, aber immer noch... Achso, wir müssen ja erstmal so machen. Haben den jetzt identifiziert. Den werden wir jetzt auch... Oh, guck mal da. Ach, das ist gleich der Bankdirektor. Den könnten wir eigentlich auch mal gefangen nehmen, ne? Also wir gehen jetzt hier rüber. So, und jetzt... warte. Ja. So habe ich mir das jetzt hier vorgestellt. Jetzt müssen wir hier nur noch kurz fliehen. Und hier schnell raus. Ja, gut.
So, jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen anonym werden. Muss ein bisschen Zeit vergehen. Die Tresortür bleibt auf jeden Fall offen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich hoffe, jetzt kommen die hier nicht aufs Dach gelaufen. Guck mal. Okay, die sind auf jeden Fall alle noch da unten. Was befindet sich denn hier? Da unten geht nämlich auch einer lang. Ach so, das ist der Wachhauptmann. Den müssen wir gefangen nehmen. Das wäre jetzt eigentlich, glaube ich, auch so die beste Gelegenheit hier, ne? Hier ist ja niemand. So. Schnell, 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 schnell.